Haben wir Gott vergessen? Eine so, so wichtige Frage. Und der ein oder andere wird jetzt sagen, hey, warum soll ich Gott vergessen haben? Und ich denke, wir sind theologisch auf so einem hohen Niveau und Standard, dass wir es gar nicht mehr schaffen, Gott zu vergessen. Aber in unserem Lebenswandel können wir dennoch beobachten, dass wir es schaffen, Gott zu vergessen, ohne es zu sehen. Und ich möchte zu Beginn eine Bibelstelle vorlesen aus Hosea Kapitel 13, Verse 5 und 6. Und hier lesen wir, ich habe mich deiner angenommen in der Wüste im dürren Land. Nochmal, ich habe mich deiner angenommen in der Wüste im dürren Land. Ich weiß nicht, wie es dir ging, also als ich damals zu Gott gefunden habe oder er mich gefunden hat, da glich mein Leben einer Wüste, ein dürrem Land. Mein Leben glich einer Wüste, was geschrien hat nach lebendigem Wasser. Und dieses lebendige Wasser war die Kraft des Heiligen Geistes. Und als Gott mich gefunden hat, machte er aus meinem dürren Land, aus meinem Leben, einer Wüste glich, ein Leben in Fülle und in Kraft. Und ich glaube, genauso ging es dir auch. An dem Punkt, wo wir nicht mehr weiter wussten, an dem Punkt, wo wir sagten, Gott, wir brauchen dich jetzt, wo uns Krankheit, Belastungen, seelischer Schmerz und so weiter übernommen hat, hat sich Gott unser angenommen und er hat uns gefunden und er hat aus unserer Wüste ein neues Leben gemacht. Ich habe mich deiner angenommen in der Wüste im dürren Land. Hosea 13, Vers 5. Ich glaube, du kannst dazu ein lautes Amen sagen. Aber dieser Vers geht weiter. Im Kapitel 6 lesen wir, im Vers 6 lesen wir, als sie aber Weide fanden, wurden sie satt. Und als sie satt wurden, überhob sich ihr Herz, darum vergaßen sie mich. Als sie aber Weide fanden, wurden sie satt. Wisst ihr, es ist so wunderbar, wenn wir Weide finden und wenn wir diesen Ort finden, wo uns Gott völlig wiederhergestellt hat. Wenn wir diesen Ort finden, wo wir sagen können, danke Gott, dass du uns geheilt und befreit hast. Danke Gott, dass du uns ein neues Leben geschenkt hast. Danke Gott, dass du unser Leben komplett erneuert hast. Und dann fangen wir an, uns satt zu essen. Dann fangen wir an, uns niederzulassen. Und wir fangen an, uns daran zu gewöhnen, dass unser Leben mit Gott so aussieht, wie es aussieht. Wir fangen uns daran an, zu gewöhnen, dass wir frei sind, dass wir erneuert sind, dass Gott unsere Sünden am Kreuz getragen hat. Wir fangen uns daran an, zu gewöhnen, dass Gott unser Leben komplett genommen hat, dieses Leben aus einer Wüste glich und ein neues Leben daraus gemacht hat. Und was geschieht? Unser Herz überhebt sich und wir fangen an, Gott zu vergessen. Jetzt wirst du sagen, aber woran kann ich denn erkennen, ob ich Gott vergessen habe oder nicht? Und ich denke, es gibt drei Punkte, in denen wir einfach sehen, in unserem Lebenswandel, dass wir Gott angefangen haben zu vergessen. Dass es anfing, dass Gott in den Hintergrund gerückt wurde und andere Dinge in den Vordergrund kamen. Der erste Punkt ist Dankbarkeit oder Undankbarkeit. Wie dankbar sind wir noch für unser Leben, was wir aktuell führen dürfen in Jesus? Wie dankbar sind wir noch, dass Gott seinen Sohn gegeben hat für uns Menschen? Wie dankbar sind wir noch dafür, dass Jesus uns so viel gegeben hat? Er uns eine Gemeinde, sein Wort, sein Geist, seinen Sohn, alles das uns gegeben hat. Wie dankbar sind wir noch dafür, dass Gott uns hinterhergelaufen ist und uns gerettet hat, obwohl wir es nicht verdient haben. Stehst du noch morgens auf und sagst, Gott, ich bin dir so dankbar, dass du mein Leben genommen hast, mich von Krankheit, Schuld und Scham völlig befreit hast und mein Leben erneuert hast. Vielleicht denkst du jetzt gerade, aber Gott oder Bruder Elia, es gibt noch so viel Baustellen in meinem Leben, es gibt noch so viel Krankheit in meinem Leben, es gibt noch so viele Probleme in meinem Leben. Dann zeugt es von Undankbarkeit. Undankbarkeit tritt dann ein, wenn wir anfangen, das Wirken Gottes in unserem Leben zu vergessen. Undankbarkeit tritt dann ein, wenn Gott in den Schatten gerückt wird und Dinge im Vordergrund kommen, die so unwichtig eigentlich sind. Undankbarkeit fängt dann an zu wirken, wenn Gott unser Leben genommen hat, das einer Wüste glich, uns komplett wiederhergestellt hat und wir anfangen zu sagen, ist okay Gott. Danke, dass du mein Leben erneuert hast, aber jetzt gehe ich alleine weiter. Lasst uns neu anfangen, dankbar zu werden. Ein wiedergeborener Christ lebt ein Leben der Dankbarkeit. Ein Mensch, der Jesus liebt, lebt ein Leben der Dankbarkeit. Und der Teufel möchte dir manchmal so viel Anfechtungen geben und so viel Probleme geben, dass du den Blick der Dankbarkeit so schnell verlieren kannst. Wenn du jetzt gerade denkst, hey, mein Leben ist so bescheiden gerade, ich weiß gar nicht gerade, für was ich dankbar sein soll,
Es gibt immer einen Grund zu danken. Und das ist der Grund, dass er für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Die Bibel sagt, wer Dank opfert, der ehrt mich und dem weise ich den Weg. Oder dem weise ich den Weg zum Heil. Wer Dank opfert. Wann ist Dank ein Opfer? Wenn es gerade nichts zum Danken gibt, auch wenn wir was haben zum Danken, dann opfern wir Gott Danksagung. Lasst uns anfangen, ein Leben der Dankbarkeit zu führen. Der erste Punkt ist, wenn wir angefangen haben, undankbar zu werden, fangen wir an, Gott zu vergessen. Fangen wir aber neu an, Gott dankbar zu sein für Probleme, für Sorgen, für Nöte. Wir sagen Gott, okay, diese Sorgen sind da, diese Probleme sind da, diese Nöte sind da, aber wir danken dir, dass du drüber stehst. Wir danken dir, dass du alles in deiner Hand hast. Wir danken dir, dass du mit meinem Problem fertig wirst. Dann fangen wir wieder neu an, uns daran zu erinnern, was er für uns getan hat. Ein nächster Punkt, Geschwister, ist, halten wir mit Leidenschaft und Hingabe die Gebote Gottes in unserem Leben. Halten wir das Gute, was uns Gott anvertraut hat durch sein Wort, die Gebote Gottes, halten wir sie in unserem Leben. Manchmal ist es so schwer, die Gebote Gottes zu halten. Manchmal ist es so schwer, den Weg mit Gott zu gehen, weil es manchmal für uns so schwer aussieht. Und ich denke mir manchmal, Gott, ich schaffe es gar nicht, diese Gebote zu halten. Und da wird mir etwas klar. Der alte Mensch Elia Wolf wird es niemals schaffen, die Gebote Gottes zu halten. Aber der neue Mensch, der erneuerte Mensch, der erneut in meinem Leben vorkam, und das ist, es ist die Zeugung des Heiligen Geistes, dieser Mensch wird es schaffen, dieser neue Mensch, nicht der alte Mensch, nicht der Adam in uns oder die Eva in uns, sondern der neue Mensch in uns wird es schaffen. Wenn wir aber anfangen, Gott zu vergessen, wenn wir aber anfangen, das zu vergessen, was Gott bereits in unserem Leben getan hat, wenn wir anfangen zu vergessen, warum die Gebote Gottes da sind, dann fangen wir auch an, sehr leichtsinnig mit den Geboten Gottes umzugehen in unserem Leben. Und wir lesen im 5. Mose 8, Vers 10, und wenn du gegessen hast und satt geworden bist, dann sollst du den Herrn, dein Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Hüte dich, dass du den Herrn, dein Gott, nicht vergisst, sodass du seine Gebote, seine Satzungen und seine Rechtsbestimmungen, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Damit nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser abbaust und darin wohnst, und deine Rinder und Schafe sich mehren und dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt, damit nicht dann dein Herz sich überhebt zu den Herrn, dein Gott, und den Herrn, dein Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, aus dem Haus der Knechtschaft. Ihn, der dich durch diese große, schreckliche Wüste geleitet hat, wo feurige Schlangen waren und Skorpione und so weiter. Als Gott dies gesagt hat, lebte das Volk Gottes in einer ganz spannenden Zeit. Gott holte Israel raus aus Ägypten. Gott holte Israel raus aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei, aus der Not, aus dem Problem. Er holte sie raus und brachte sie in ein wunderbares, schönes Land. Das Land, was er schon den Vätern verheißen hat. Und Gottes Herz wird schwer. Und er sagt, hey, mein Volk, bitte vergisst mich nicht. Wenn ich euch alles das gegeben habe, was ihr braucht, wenn ich euch alles gegeben habe, was ihr benötigt, bitte fangt nicht an, mich zu vergessen. Und wir lesen aber im Hosea Kapitel 13, dass sie ihn vergessen haben. Wir lesen es ganz oft in der Bibel. Und wir sehen es aber auch über der Bibel heraus. Wir fangen an, Gott zu vergessen, wenn er uns alles das gegeben hat, was wir benötigt haben. Wir kommen zu Gott mit Krankheit, mit Schuld, mit Belastung, mit zerstörten Familienbildern, mit zerstörten Beziehungen. Wir kommen zu Gott mit einem katastrophalen Leben und schreien, Gott, erneuere mein Leben. Und wir kommen zu Gott und er erneuert unser Leben. Er erneuert alles das, was der Teufel in unserem Leben zerstört hat. Und wir fangen an, Gott zu vergessen, weil wir satt geworden sind. Weil wir alles wieder haben, was wir gebittet haben. Weil wir wieder ganz neu gesehen haben, zerstörte Familienverhältnisse wurden wieder hergestellt. Unsere Süchte wurden uns genommen. Krankheit wurde uns genommen. Belastungen wurde uns genommen. Wir haben ein neues Leben und fangen an, Gott zu vergessen, weil alles neu ist. Und Gott sagt, bitte, mein Volk, vergisst mich nicht. Und ich glaube, Gott appelliert hier an uns. Wenn ich dir alles dies Gutes getan habe, bitte vergiss mich nicht. Und hier lesen wir, nicht, dass du anfängst zu vergessen, dass du die Gebote Gottes, seine Satzungen und seine Rechtsbestimmungen hältst.
Wenn wir anfangen zu vergessen, dass er es für uns getan hat, fangen wir an zu vergessen, etwas für ihn zu tun, und zwar seine Gebote zu halten. Und wir können ihn damit nicht beeindrucken, sondern die Gebote Gottes ist der Schutz Gottes vor dem Teufel und seinen Versuchungen. Die Gebote Gottes, die er uns durch sein Wort gegeben hat, durch seinen Geist, diese Gebote halten uns fern von dem Wirken des Satans. Und die größte Gefahr ist, Geschwister, wenn wir uns distanzieren von Gott und Gott anfangen zu vergessen, dann lesen wir es im Vers 16, der dich in der Wüste mit Manna speiste, von dem deine Väter nichts wussten, um dich zu demütigen und zu prüfen, damit er dir am Ende Gutes tue. Und damit du nicht in deinem Herzen sagst, meine eigene Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir diesen Reichtum verschafft. So gedenke doch an den Herrn, dein Gott, denn er ist es, der die Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben, damit er seinen Bund aufrecht hält, den er deinen Vätern geschworen hat, wie es heute geschieht. Nicht, dass unser Herz sagt, wir haben es geschafft. Und das ist Punkt Nummer 3. Wenn wir anfangen zu sagen, okay, wir haben Gott gebraucht, um dieses Problem zu lösen, aber jetzt schaffen wir es selbst. Jetzt kriegen wir es selbst gebacken. Jetzt ist es unsere Stärke, unsere Kraft, die es vollbringt, Gutes zu tun, Dinge zu verändern. Und sagt Gott, hey, bewahre dich davor, dass du nicht vergisst, dass ich, der Herr, dein Gott, dir dieses getan habe. 3 Punkte. Wenn wir anfangen, Geschwister, undankbar zu werden, fangen wir an, Gott zu vergessen. Wenn wir anfangen, die Gebote Gottes leichtsinnig zu behandeln und wir nehmen Abstand von einem heiligen Leben, wir nehmen Abstand von dem, wozu Gott uns berufen hat, und zwar als heilige Kinder zu wandeln. Wenn wir anfangen zu sagen, wir haben es geschafft und wir schaffen es selber, wir benötigen Gott gar nicht mehr, dann fangen wir an, Gott zu vergessen. Und das Riesenproblem ist, seitdem Adam und Eva diese Erde betreten haben, dass wir Gott und seine Reden vergessen. Die Welt vergisst Gott immer mehr. Und lasst uns als Kinder Gottes, als Lichter in der Finsternis, jeden Tag neu daran gedenken, was er für uns getan hat. Es gibt tausende Bibelstellen, wo Gott sein Volk, seine Kinder, diese Welt ermahnt. Bitte vergisst mich nicht. Und Gott appelliert heute an dich und an mich. Vergisst mich nicht. Vergisst nicht mein Wirken. Vergisst nicht das, was ich dir Gutes getan habe. Als dein Leben noch eine Wüste war, als dein Leben noch so schlimm war und ich es genommen habe, mich deiner angenommen habe, dein Leben erneuert habe. An diesem Punkt will ich dich wieder haben, wo du weißt, ich bin der Herr, dein Gott. Und das ist das, was Gott mir zurzeit sagt. Und woran können wir es aber erkennen? An unserem Lebenswandel. Wir können es nicht erkennen in der Gemeinde, wenn wir zwischen unseren Geschwistern sitzen oder wenn wir zwischen Geschwistern sind, ob wir Gott vergessen haben oder nicht. Sondern wir erkennen es jeden Tag ganz neu, wenn wir morgens aufstehen und den Tag beginnen. Gedenken wir an das Wirken und das Tun Gottes oder haben wir es vergessen? Wenn du dieses Video jetzt ausmachst, ermutige ich dich, denke drüber nach, was Gott dir Gutes getan hat. Sei neu Gott dankbar. Sag ihm neu Danke, auch wenn es gerade nicht in deinem Leben so aussieht, um Danke zu sagen. Sag ihm neu Danke, Gott. Danke für das, was du in meinem Leben bereits getan hast. Danke, dass du mich erneuert hast und so weiter. Wenn du zurzeit so schlimm und so schwer in Sünde steckst, weil du die Gebote Gottes gar nicht mehr ernst genommen hast, Gott ruft dich raus. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld, der Freude an der Barmherzigkeit hat? Gott reicht dir heute die Hand und sagt, mein Sohn, meine Tochter, komm raus aus der Sünde und halte meine Gebote ganz neu. Gott möchte dich auch heute neu wiederherstellen. Und wenn du anfängst zu sagen, hey Gott, meine eigene Kraft ist es, meine Stärke ist es, ich sage dir oder ich sage auch mir, lasst uns Buße tun darüber und lasst uns Gott ganz neu einladen, dass er unsere Stärke wird, dass er unsere Kraft wird, dass er uns komplett erneuert. Gott segne euch.